Wir haben den 16. Dezember. Und heute ist ein ganz besonderer Tag, nämlich es ist der Geburtstag meiner Oma. Und deshalb habe ich am Ende des Videos noch eine kleine Überraschung für euch. Jetzt erzähle ich euch aber erstmal, was wir heute machen. Wir basteln ein Dashboard für unseren Planer. Und ich muss zugeben, ich habe ein bisschen gemogelt. Ich habe nämlich vorher schon einmal reingeguckt. Und genau deshalb, um euch gleich eine schöne Überraschung zu präsentieren. Ich bin davon überzeugt, ihr werdet Spaß haben. Ja, dafür brauchen wir gar nicht viel. Ich habe hier ein Stickerpapier, also ein Stickersheet sozusagen mit Mahlzeitenplaner. Die nehme ich gleich. Ihr könnt das auch einfach mit eigenen Aufklebern dekorieren. Ich nehme gleich das dafür. Und dann habe ich hier noch ein Stück etwas stärkeres Papier. Das ist ein Übrigbleibsel von gerade. Einfach ein großes Stück Papier nehmen, reicht auch. Hier ist Laminierfolie. Und das hier habe ich einfach nur, um gleich die Punkte abzumessen. Ja, wo ich stanzen muss. Gut, ich nehme jetzt also das starke Papier und ziehe hier einen der Aufkleber ab. Und klebe das hier drauf. Ich mache das wieder so, dass ein bisschen Platz überall bleibt und das schneide ich mir dann gleich. So, das ist jetzt schon mal drauf. Und das kann ich jetzt einfach hier mit der Schneidemaschine schön schneiden. Ich lasse jetzt hier, nee, das tue ich gar nicht, das mache ich gleich hier in der Laminierfolie. Also ich schneide das jetzt hier einfach am Rand ab, von allen Seiten. Müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass ihr das gerade macht. Das droht nämlich hier, dass ich die Kanten abrasiere. Deswegen ein bisschen gucken. Ja, weil das Ganze weiß ist, ist es nicht so gut zu sehen. Deswegen muss ich immer ein bisschen gucken hier. Ja, soweit. Jetzt packe ich das hier in die Laminierfolie und lasse das einmal durchlaufen. Was ich jetzt mache, ich lasse es am Rand etwas frei. Ich zeige euch das gleich nochmal, damit ich hinterher da die Löcher reinmachen kann. So, ich werde das jetzt gleich einfach nur noch hier und hier schneiden. Und so durchlaufen lassen. Dann habe ich hier frei und kann da Löcher reinstanzen. Gucken, dass das wirklich ganz am Rand liegt. Weil wenn das unten schief wäre, wäre natürlich nicht so toll. Und wieder von hinten reinstecken, dass das die Luft vorne weggehen kann. So, unser Dashboard ist fast fertig. Jetzt werde ich das nochmal schneiden. Wie gesagt, auch hier könnt ihr natürlich wieder mit der Schere schneiden. Also es ist jetzt nicht alles vonnöten, was ich hier stehen habe. Geht nur einfacher und schneller, deswegen mache ich das jetzt mal. Also wie gesagt, diese Seite schneide ich nicht. Und dann nur noch mal die, um die gerade Kante zu bekommen. Ja, und damit ist mein Dashboard fast fertig. Jetzt brauche ich nur noch die Löcher, wo ich das hinhaben möchte. Ich denke mal, ich werde das einfach so hinmachen, dass das ungefähr passt mit den Löchern, wie ich das sonst habe. Weil mein Planer hat ja nur zwei Ringe bei 10 und 9. Und da mache ich jetzt auch die Punkte hin, dass es ungefähr passt. Mal gucken.
Jetzt wird mit diesem Stanzer von Raya einfach nochmal gestanzt. Einmal da. Und einmal hier hinten. Hier ist das fertige Dashboard und ihr seht schon oben Mahlzeiten, die Wochentage. Und da könnt ihr das einfach reinschreiben mit einem Folienstift, weil das ist ja jetzt schön glatt. Das kann man dann wieder wegwischen und nächste Woche könnt ihr den wieder benutzen. Zumindest im Winter ist der perfekt. Und jetzt die kleine Überraschung, die ich für euch habe. Das hier gibt es als Download auf unserer Webseite. Wenn ihr einfach auf den Link hier unterm Video klickt, dann könnt ihr euch den ganzen Bogen runterladen. Da sind 5 Dashboards drauf, also könnt ihr auch jede Woche einen benutzen oder verschenken, was auch immer. Und ja, ihr könnt ihn da runterladen oder euch den bei uns im Shop holen. Das ist auch kein Problem, dann drucken wir das für euch auf Stickerpapier und schicken euch das zu. Ich hoffe, ihr freut euch ein wenig darüber. Es ist ja bald Weihnachten. Und gebt uns einen Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal. Ja, bis zum nächsten Video. Tschüss!